Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Erkennt ihr mich überhaupt? Hallo, hallo. Ja Freunde, hier, ich nehme das mal ab hier. Boah. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, Freunde, ist total gerade die Corona-Welle irgendwie, ne? Überall Medien sind voll, man soll sich schützen, man soll wachen und tun. Jetzt wisst ihr, wann ich das Video aufnehme. Vielleicht ist der Coronavirus ja sogar immer noch aktiv, wenn das Video hier veröffentlicht wird. Ja, müsste theoretisch April sein. Oh, weiß ich nicht. Ich mach's mal ab, weil hier drin ist kein Corona. Alles in Ordnung. Also, kümmern wir uns mal nicht um Corona. Warum? Ganz klar, der Herr möchte Bier trinken. Ja, was interessiert mich Corona, wenn ich Bier trinken kann? Also, was haben wir noch auf dem Gabentisch, Freunde? Da haben wir heute ein Böckchen, ein schönes Böckchen, Heidebrauerei Kolbitzer Bock, mitgenommen aus dem Norma. Ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt. Ich kenne es gar nicht, ein Kolbitzer hatten wir, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht gehabt. Heidebrauerei, mag ich mich auch nicht dran erinnern, glaube ich, hatten wir auch noch nicht gehabt. Und vom Etikett her muss ich sagen, ist es zwar ein bisschen schlicht von der Aufmachung, aber irgendwie ein bisschen putzig, ne? Damit diese Böckchen da drauf da auch. Finde ich ja ganz schick. So, was haben wir denn da? Ja, da haben wir erstmal, ja, Starkbier-Spezialität, steht auch nochmal drauf. Wasser, Gerstenmalz, Gerstenkaramalz und Hopfenextrakt ist drin. Aus Kolbitz. 7,1% Umdrehungen haben wir da drin. Ja, NRW-Flasche ist wie gesagt so ein bisschen. Ich habe so im Vorbeigehen gesehen. Da habe ich gesagt, okay, die gab es in so einem Pack. Ne? Da habe ich gesagt, komm, da gibt es auch Einzelflaschen. Und habe ich die Einzelflasche einfach mitgenommen, ab zur Kasse gegangen. Weil ihr wisst ja, manchmal bin ich auch immer am Norma unterwegs. Und sobald ich was sehe, nehme ich da natürlich was mit, um es hier natürlich vorzustellen. Ja. Und ich würde sagen, haben wir wieder Bierdurst. Ne? Ist wieder an der Zeit. Uhr ist weg. Auf meine Uhr. Ist wieder an der Zeit, Feierabend, also Bierchen trinken. So, machen wir mal auf, würde ich sagen. Da zischt es schon ordentlich, habt ihr gehört? Schöner Sound. So, ja, Kolbitzer Heidebrauerei, es steht auch nochmal auf der Kapsel drauf. Die schaut übrigens so aus, auch in so ein ja, Weinrot, glänzenden Dunkelrot gehalten. Eigentlich ganz schick. So, ordentliche Entspannungsverdampfung. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, strömt ordentlich raus. Sieht gut aus. Ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Das ist ein schönes Böckchen. Oh, geschmeidig, geschmeidig, wie es da hineinläuft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nur die Flasche klebt ein bisschen. Das kann aber auch daran liegen, dass es vom Kühlschrank ist. Wieder einer den Marmeladendeckel nicht richtig zugemacht, nicht wahr? Naja, wollen wir mal gucken. So, was haben wir denn da? Ja, ist ein Bier, ne? Gibt sich als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles. Finde ich schon mal ganz gut. Blümchen. Ein Fingerbreite Blume. Ja, cremefarben. Eher ein bisschen dunkler gehalten. Viele, viele Luftbläschen drauf, die zerplatzen. Kraterbildung bleibt zwar aus, aber der Zerfall geht schon sehr schnell. Wenn überhaupt, Freunde, ganz knapp 90 Sekunden wird dieses Bier bzw. dieses Blümchen auf dem Bier bestehen bleiben. Also ich gehe davon aus, dass es ganz knapp nur ist. Schaut mal selbst, der Zerfall geht also schon recht schnell voran. Und auch hier an der Glaswand bleibt es jetzt nicht wirklich lange haften. Aber es ist okay, ist okay. So, was haben wir denn da? Da haben wir ein schönes Bier, ganz klar, Bockbier typisch, geht es ein bisschen in Richtung Bernstein rein. Rot, Orange, Gelb, Hellbraun, so in diese Richtung geht das. Ist filtriert das Ganze, sieht dementsprechend auch saftig aus. Das erwarte ich bei einem Bockbier, dass eine gewisse Tiefe vorhanden ist. Ja, ein schöner Glanzüberzug natürlich. Schwebeteilchen entdecke ich keine und von der Karbonisierung her perlt das Ganze wirklich ordentlich ab. Ich halte es mal rein. Vielleicht kann man es sogar ein bisschen erkennen. Ich weiß es nicht. Ich halte es mal hier so an die verschiedenen Winkel, dass ihr das so ein bisschen erkennt. Vielleicht habe ich Glück und ihr seht es auch. Also das ist wirklich schon eine ordentliche Perlung, wo ich fast der Meinung bin, na, für einen Bock wirkt das von der Optik her schon fast ein bisschen zu spritzig. Aber naja, wie wollen wir es bewerten?
Es sieht ja so von den Eigenschaften schon recht schön aus. Ne? Wenn ein bisschen Blümchen noch mit drauf wäre, wäre das bestimmt noch attraktiver. Dennoch aber möchte ich eine recht faire und auch eine hohe Bewertung geben. Ich finde es eigentlich schon, oh, macht mir Appetit. Ich möchte jetzt wissen, wie es schmeckt. Aus dem Grund geben wir 4 von 5 / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, vorher müssen wir noch mal ein bisschen schnuppern. Mal sehen, wonach es duften tut. Kräftig, kräftiges Böckchen. Ja. Malzkörper fokussiert, merkt man sofort. Schöner Getreidegeruch steigt in die Nasenflügel auf. Leichte Fruchtigkeit für den Bock, fast ein bisschen schlicht, sage ich mal. Da dürfte gerne ein bisschen mehr Fruchtigkeit, vor allem Wuchtigkeit nach vorne kommen. Die merke ich jetzt hier gerade gar nicht. Eher eine Lieblichkeit, wundert mich aber auch nicht. 7,1% Umdrehungen. Kann gerne ein bisschen auch Lieblichkeit nach vorne kommen vom Malzkörper ausgehend. Ja, und von 7,1 ist ein schöner Stichpunktgeber, muss man sagen, merkt man gar nichts jetzt. Also für einen Bock mit 7,1% Umdrehungen muss ich tatsächlich sagen, ist das Bouquet ziemlich schlicht, ziemlich mild. Also da hatten wir schon Kandidaten gehabt, da war dann rumgeschnuppert, da dachte man so, wow, da ist auch Alkohol drin. Ne? So, also das hält sich hier wirklich noch in Grenzen. Ja, aber, ja. So viel gut. Ihr Lieben, ja, jetzt machen wir einen Eindruck, ne? Also, auf euch zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Aha. Da kommt er. Da bockt er einen auf. Man, da wachsen ja aber auch Hörner, ne? So, das ist ja schon, wow, kommt ziemlich verspätet. Ja, ist ja interessant, also das müssen wir auf jeden Fall mal ganz kurz mal ein bisschen, den Ersteindruck hier vom Antrunk, den müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen in Worte fassen. Bier läuft rein in den Mundraum, schön erfrischend, zum Glück nicht so spritzig, wie es aussieht, also es perlt zwar ein bisschen auf der Zunge, prickelt, der schafft einen zusätzlichen Reiz, ist aber alles im grünen Bereich, wunderbar. Hybrid, ja, ist gemütlich, ganz klar, den äxt er nicht so schnell weg. Der will zwar auch getrunken werden hier, aber eher so ein bisschen auf die ruhige, ne? Also eher kleinere Schlucke. Von den Eigenschaften her schon mal soweit alles in Ordnung. Jetzt kommt die große Überraschung, und zwar die Bockbier-Überraschung. Was war da denn los? Malzkörper, bis dahin ist erstmal alles noch in Ordnung, wobei etwas milder ausgeprägt. Aber nach hinten raus kam dann auf einmal, wo ein bisschen verdattert war, meine ich, Mann, das ist aber hopfig, ne? Da merkst du aber richtig so einen schönen Aroma-Hopfen, der da hinten da irgendwie so sich so rumtänzeln tut. Das finde ich ja ganz angenehm, finde ich ja interessant. Und dann kam gar nichts mehr. Dann dachte ich, jetzt ist vorbei. Aber dann, bam, da war es auf einmal da. Da kam wirklich die volle Wucht, sage ich mal, auf einmal auf einen zu. Schon, ich glaube sogar, das war kurz, nachdem ich runtergeschluckt hatte. Da kam auf einmal richtig so, wow, das ist aber kräftig. Und dann hat es aber eine ordentliche Welle, ne? So einen ordentlichen Nachgeschmack dann, der wirklich ziemlich alkoholisch dann auch war. Und so wie als ob, wir werden es gleich überprüfen natürlich, beim ersten Schluck merkst du ja noch nicht so viel, aber es kam so rüber, so wie ob alle Aromen auf einmal nach vorne kommen wollten, ne? So ab durch die Ziellinie. Sehr interessant das Ganze. Ist zumindest, das kann ich jetzt schon beim ersten Schluck sagen, ziemlich exklusiv. Hebt sich deutlich von seinen Artgenossen, sage ich jetzt mal, ab, weil das hatten wir bisher so noch nicht in dieser Art, als wir Bockbier probiert haben. Und da haben wir auch schon einige probiert. Das ist jetzt zwar jetzt nichts, wo ich sage, wow, das ist jetzt so besonders hohe Qualität oder auch von den Rohstoffen richtig super oder so, aber geschmacklich ist es erstmal interessant. Das macht auf jeden Fall Spaß, würde ich mal sagen, Spaß zu trinken. Und das Ganze werden wir jetzt noch mal ein bisschen genauer abchecken, ne? Tatsächlich, also nach dem Hopfen passiert da noch einiges. Ich glaube, das verblüfft mich so ein bisschen, weil das ist bei anderen Bieren nicht so der Fall. Oder bei anderen Bockbieren. Da ist das nämlich genau umgekehrt. Dann kommt vorher die Wuchtigkeit, Saftigkeit, Schwere, Gehaltvolligkeit und nicht erst nach dem Runterschlucken. Das ist so ein bisschen so, was einen hier so ein bisschen so, hä? Das verdattert einen so ein bisschen, ne?
Ja, also Malzkörper, der ist ziemlich schwach ausgeprägt. Der kommt jetzt hier gar nicht so kräftig, gehaltvoll tatsächlich rüber. Der ist ziemlich mild. Ich gehe so weit, dass ich sage, wir hatten schon Pilzbiere gehabt, da wo der Malzkörper tatsächlich ein bisschen intensiver hervorgeschmeckt hatte. Gerade so wegen den Getreidigen, den Süßen, den Lieblichen. Was man halt klassisch von Bockbieren her auch kennt. Diese Wuchtigkeit, diese Gehaltvolligkeit, auch diese Würze, die so ein bisschen auch immer an Weihnachtsmarkt oder so erinnern. Winterbiere, die hast du hier gar nicht. Das ist wirklich komplett mild. Und da hinten raus, also sobald der Malzkörper so ein bisschen in der Textur abklingen tut, dann entwickelt sich im Hintergrund ja dann nochmal ein bisschen der Hopfen, ne? Der so diese Floralität nach vorne bringt. Das macht er hier auch erstaunlich gut. Wie gesagt, für ein Bockbier schon ziemlich hopfig im Geschmack. Sehr floral, sehr blumig. Da ist auch ein bisschen Fruchtigkeit mit drin. So, dann schluckst du runter, du denkst eigentlich, ist jetzt alles schon vorbei und dann merkst du richtig, oh, jetzt kommt der Alkohol, ne? Diese kleine Kante ist da drin, aber nicht unangenehm oder gar penetrant, sondern tatsächlich angenehm eher. Und da enthalten sie wie so eine Welle, der hier tatsächlich dann auch als Geschmacks, könnte man jetzt so sagen, ne, als Geschmacksträger dient. Und der transportiert dann die ganzen einzelnen feinen Nuancen alle aufeinander gestapelt nach vorne, sodass die gesamte Zunge im Prinzip was zum ja, Erschmecken hat. Und das Ganze ist dann so das Besondere an diesem Kolbitzer Heidebrauerei Bock. Speziell muss ich sagen, so ein, ich sag jetzt mal Standard Bockbier, wo die meisten trinken, ne, so die man halt so kennt, auch aus dem Discounter oder aus dem Supermarkt, die fahren eine andere Schiene. Also hier ist tatsächlich, wo ich sagen würde, als Biersüffler, ja, da ist schon so ein bisschen Exklusivität mit bei, ne? Das ist schon so, das hebt sich so ein bisschen ab von der Textur. Das schmeckt mal so ein bisschen anders. Es ist nicht so total wuchtig, ist eher ein bisschen schlanker gehalten, dennoch aber ausreichend gewürzt, ausreichend gehaltvoll, ausreichend kräftig, aber halt alles so einen Gang zurückgeschraubt. Und am Ende bekommt man nochmal eine kleine Belohnung, bekommt so nochmal volle so eine Aromavielfalt auf die Zunge transportiert, was das Ganze dann tatsächlich so ja, zu einem sehr spaßigen Bier macht, ne? Wo man wirklich so ein bisschen so dran trinken kann, hast du so Freude mit. Ne? Passt auch wunderbar zum Essen, weil es ist halt nicht so wuchtig, dass alles andere erschlägt. Also hier ein schönes Dessert oder so würde absolut passen. Mhm. Kann man trinken. Kann man machen. Ist nichts Besonderes. Ist, würde ich sagen, Industriestandard mit einer eigenen Handschrift, mit einem eigenen Charakter, mit einem eigenen Körper. So möchte ich das Ganze gerne beschreiben. Wenn ihr am Normal seid, könnt ihr euch einfach mal mitnehmen. Probiert es einfach mal. Müssen wir jetzt auf jeden Fall noch bewerten. Wie wollen wir das machen? Ich muss sagen, ist solide, ne? Muss auf jeden Fall, weil es Spaß gemacht hat zu trinken. Mal ein Pünktchen mehr geben hier. 4 von 5 / 6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. Dieser Fleiß draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bierseffler.